Was ist denn das für ein komisches Röntgenbild? Natürlich ist das kein Röntgenbild, aber jetzt erstmal der Reihe nach. Hallo und herzlich willkommen zur 20. Ausgabe des Modellbahn-Online-Magazins hier aus dem H0-Detailwerk. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute zeige ich euch, wie ich den bereits in Ausgabe 17 vorgestellten, Z-gestellten Güterwagen mit starken Verwitterungsspuren versehe und wozu diese T-Filter in dem Zusammenhang außer zum Tee aufbrühen noch gut sind. In Buchholz hat vor kurzem ein Geschäft mit einer Modellbahnabteilung eröffnet. Warum ich euch das hier vorstelle? Naja, in Zeiten des Onlinehandels finde ich es ganz schön mutig und auch schwierig, ein normales Ladengeschäft zu eröffnen. Ich denke, das darf hier ruhig gezeigt und auch beworben werden. Ja, und dann gab es für mich dort noch eine Überraschung, die im Zusammenhang mit dem anfangs gezeigten Röntgenbild steht. Auch aus Ausgabe 17 bekannt ist die kleine O&K Diesellok von Dingler, die ich von AC auf DC umgebaut habe. Es bleibt die Frage offen, wie bei nur zwei Achsen die Stromabnahme verbessert werden kann. Auch soll noch ein Sounddecoder Platz finden, um den Fahrspaß zu erhöhen. Für die Darstellung dieses auf den Gleisen vergessenen Güterwagens konnte ich einen alten Lilliput-Waggon verwenden, der noch aus Zeiten ohne Kurzkupplungskinematik und NEM-Schächten stammt und an dem ich mich schon an der Lackierung des Daches probiert hatte. Mit ein wenig vorsichtigem Probieren und Identifikation möglicher Rastnasen, zum Beispiel des erst nach Abnahme des Bremserhauses, die Nutzung des Aufstieges als Rastung für den Wagenkasten zu erkennen, lässt sich der Wagen in Fahrwerk und Kasten zerlegen. Klebereste deuten darauf hin, dass der Wagenkasten nicht nur durch Rastnasen gehalten wurde. Die Kupplungen und Halterungen werden komplett entfernt und durch Attrappen, hier von Rocco, ersetzt, wobei auch gleich die Bremsschläuche mit angebracht werden. Angespritzte Griffstangen habe ich gleich mit entfernt und die Löcher für neue und zusätzliche Schlussscheibenhalter von Weinert gebohrt. Sie werden später durch welche aus Draht ersetzt. Leider habe ich die Anbringung nicht gefilmt. Die Seitenwände inklusive der Beschriftungen werden mit unterschiedlichen spitzen Werkzeugen ramponiert und mit feinem Sandpapier Abriebreste entfernt. Hier gibt es keine Grenzen, herausgebrochene Bretter wären auch erlaubt. Das Dach enthält einige Bretterfugen mit einer angedeuteten Holzmaserung. Nun kommt der T-Filter als Stoffdachimitation zum Einsatz. Aufgrund seiner Beschaffenheit lässt er sich hervorragend mit Emaillelacken verkleben. Wichtig bei diesem Waggon, die eingeritzten Fugen des Daches werden nicht beklebt. Wir arbeiten uns in kleinen Stücken vor, damit die Farbe nicht vor Aufbringen des Papiers trocknet.
Ist der Lack gut durchgetrocknet, werden überstehende Reste sauber abgeschnitten und um die Bretterfugen das Papier einfach abgerissen. Ein paar Pinselstriche und die weißen Kanten des T-Filters sind verschwunden. Und jetzt kann es mit der doch sehr aufwendigen Alterung mit unterschiedlichen Farbaufträgen, mehreren Washings, Brushings und Tupfen mit dem Schwamm beginnen. Ich denke, hier sagen die Bilder mehr als mein Gebrabbel. Der Umwelt und dem Hobby zuliebe sind wir mit der Bahn angereist. Die im Frühjahr 2023 eröffnete Spielzeugkiste befindet sich in einer Passage unweit des Bahnhofs und der Fußgängerzone der kleinen Stadt Buchholz.
Das Sortiment besteht aus Lego, Spielzeug und Modellbahnartikeln, die zurzeit noch vorwiegend aus dem Börsensortiment bestehen. Kontakte zu den Herstellern sind hergestellt, sodass das Warenangebot noch um Neuware ergänzt wird. Auch ist in der Planung, in den Onlinehandel einzusteigen. Und das Ganze nebenberuflich. Eine beachtliche Aufgabe. Hier seht ihr von links nach rechts den Stefan, der mich begleitet hat, Kai, der mit einem Kollegen das Geschäft betreibt, und den Nils, Gründer der Miniaturmanufaktur. Nochmal ein Rundblick durch das Geschäft. Wer auf der Suche nach einem bestimmten Artikel ist, darf gerne vorbeischauen. Mailanfragen werden auch beantwortet. Und hier die Seite für uns Modellbahner. Halt! Wer stört denn da beim Film? Das ist auch dann schon die eingangs erwähnte Überraschung. Nils, der früher Warhammer und Herr der Ringe Figuren kolorierte und jetzt nach einer Möglichkeit suchte, reale Personen in Dioramen und Spielwelten agieren zu lassen, scannt mich hier mit einem Laser. Nun kann er, und das ist für mich auch absolut neu, mit einem 3D-Scanner und Drucker dieses Projekt realisieren. Das Ergebnis des Scans habt ihr schon zu Beginn des Videos gesehen. Gespannt bin ich auf das Endergebnis, das ich im nächsten Video vorstellen möchte. Auch werde ich über eventuelle Neuigkeiten aus der Spielzeugkiste berichten. Die Idee und Lösung für die zusätzliche Stromabnahme fand ich auf der Internetseite Stahlbahn in Form eines Bremswagens, der dauerhaft mit einer Lok gekoppelt ist und auch zusätzliche Digitalbausteine aufnehmen kann. Die Homepage von Frank Forsten kann ich nur jedem empfehlen. Hier finden sich tolle Umbauarbeiten und Ideen für die Modellbahn und alles sehr professionell dargestellt. Ein zweiachsiger Lilliput Villach mit Federpuffer und in blauer Fantasielackierung von der Spielwarenmesse sollte mein Ausgangsmodell sein. Für die stromführenden Kabel habe ich Löcher ins Fahrgestell und Wagenboden gebohrt, wobei die Bewegungsfreiheit der Kupplung nicht eingeschränkt werden darf. Passend zurechtgeschnittene Lötstreifenplättchen mit einem 0,3 mm Federbronzedraht nehmen den Strom von den Rädern ab. Die Verbindungskabel werden durch den Wagenboden geführt und auf einer Lochstreifenplatine verlötet. Lok und Wagen sind für die erste Testfahrt provisorisch elektrisch verbunden. Das Ladegut dient zur Erhöhung des Reibungsgewichtes. Zwei Streifen Klebeband simulieren Dreck auf der Schiene. Der Federbronzedraht ist eventuell nachzujustieren, falls die Räder sich nicht einwandfrei drehen. An der Lok selbst sind die stromführenden Kabel an geeigneter Stelle zu verlegen. Ich habe sie am Kupplungsschacht vorbeigeführt und mit Sekundenkleber fixiert. Die Beweglichkeit der Kupplungshalterung wird nicht eingeschränkt. Den Schnittstellenstecker habe ich durch einzelne Drahtenden ersetzt, um Platz zu sparen, und die Kabel der Beleuchtung der dem Wagen zugewandten Seite abgelötet, damit dieser nicht durch das Spitzenlicht der Lok angestrahlt wird. Mit einem Edding gefärbt, fallen die Kabel im Führerhaus nicht mehr so auf. Für das Spitzensignal des Waggons habe ich zunächst 0605er SMD-LEDs mit Drähten versehen. Eine Lötarbeit, die nur mit ruhiger Hand funktioniert. Abstände und Anordnung der Lampen habe ich grob vermessen und auf die Klebeband-Bohrlehre übertragen. Die Lampenringe sind aus Spritzlingsresten gebastelt bzw. gefriemelt und alles wurde mit Sekundenkleber befestigt. Hier seht ihr die fertige Verdrahtung mit den notwendigen Vorwiderständen. Auf einen Lichtwechsel weiß-rot habe ich verzichtet.
Wo der Lötkolben gerade noch warm war, habe ich das fehlende Bühnengeländer gleich aus 0,5 mm Sommerfelddraht zusammengelötet. Der Test sieht schon mal vielversprechend aus. Die Abdeckung und auch Grundlage für das Ladegut besteht aus Polystyrolstreifen. Zur Gewichtserhöhung des Wagens habe ich zwei Messingstückchen eingeklebt. Höhe und Anordnung der Querstreben richten sich nach dem Platzbedarf der zu verbauenden Elektronikelemente. Den Grund für das Loch in der Oberseite erkläre ich euch später. Eine Lage Papier mit Polystyrolkleber verklebt ist Grundlage für das Aufbringen des Schotter- oder Geröllladegutes mit Weißleim. Das rote Spielwarenmesse und DB-Zeichen habe ich sehr rabiat mit einem Glasfaserradierer entfernt. Ich wollte eine eigene, neue Beschriftung kreieren. Nach dem Reinigen mit Waschbenzin ging es an die Bemalung und Alterung. Die Ursprungsfarbe des Wagens habe ich beibehalten. Die Türen bzw. Klappen beidseits und ein Bretterfeld wurden braun gestrichen. Sie mussten, rein fiktiv, reparaturbedingt ausgetauscht werden. Eine Neulackierung wäre zu aufwendig. Und jetzt der altbekannte Alterungsprozess mit Pinsellackierung, Brushing und Washing. Blechflicken sollten auch noch her, der Einfachheit halber aus Papier ausdrucken von Scalescenes. Diese habe ich später noch durch präzise ausgeschnittene ausgetauscht. Das Ladegut fehlt noch. Ein Balken als Grip zur einfachen Entnahme, ein paar Scalescenes Blechplatten und Sand und Steine von Anita Dekor passen super zu diesem offenen Güterwagen. Abschließend habe ich die Lampenringe mehrfach mit durchsichtigem Leim gefüllt. Jeder Schicht habe ich ein paar Stunden Trockenzeit gegönnt. Das bereits lackierte Geländer der Bremserbühne wird nun festgeklebt, noch etwas mit Rostspuren versehen und der Bahnmitarbeiter platziert.
Für den Sound habe ich mir einen ESU LogSound 5 FX bestellt. FX, also die Bezeichnung für einen Funktionsdecoder, bedeutet, dass dieser Decoder auch ohne elektrischen Anschluss an einen Fahrdecoder, zum Beispiel über eine SUSI-Schnittstelle, als Sounddecoder funktioniert. Aus den Sounddateien von ESU wählte ich den Sound einer anderen ONK Diesel-Log. Für einen zusätzlichen kleinen Pufferspeicher hatte ich auch noch Platz. Das muss jetzt alles noch eingebaut werden, wobei der Lautsprecher für einen besseren Schallaustritt unterhalb des gut kaschierten Loches in der Beladung platziert wird. Da die Programmierung etwas tricky ist, werde ich im nächsten Online-Magazin noch näher darauf eingehen. Wem gehören jetzt Lok und Wagen? Nicht mehr der DB, sondern der Marienburger Eisenbahn, eine frei erfundene Privatbahngesellschaft. Die Deckels-Nachschiebebilder hat mir ein Mitglied der Modelleisenbahner Farel entworfen. Ja, liebe Leute, das Thema Privatbahn wird mich noch länger beschäftigen, sehe ich doch dort die Möglichkeit des Einsatzes unterschiedlichster Fahrzeuge. Freut euch auf die nächste Ausgabe, die ONK Diesel-Lok wird endlich fertiggestellt. Und ich plane, ein Gebäude aus meiner Heimatstadt Oldenburg in 1:87 umzusetzen. Danke fürs Zuschauen, tschüss und bis bald. Ach ja, im Abspann zeige ich euch noch das fertige Gespann Lok und Bremswagen in Aktion.